Ja, und somit herzlich willkommen zu einem neuen Reaction hier auf dem Kanal. Heute schauen wir uns einen Trailer zu Fable an. Auch hier wieder von der Xbox Games Showcase 2024 vom Summer Game Fest. Ich muss dazu sagen, ich habe nie Fable gespielt. Keine Ahnung, ich war da nie drin. Und weiß daher auch nicht so viel. Aber es geht, glaube ich, so in Richtung RPG-mäßig. So à la Skyrim oder The Witcher. Und ich habe hier den Trailer gesehen zum ersten Mal. Und das hat mich schon irgendwie gehuckt. Von daher, schauen wir mal. Ob das auf meine Wishlist kommt oder nicht. Playground Games. So, you want to know all about heroes, do you? Well, you have come to the right place. Because who better to tell you all about them than perhaps the greatest hero of them all? Yeah? There he is, in all his finery. Cheers. Humphrey, Albion's greatest hero, retired. Boah, nice. I mean, sure, you get your mega fans. You are, like, literally my favourite person. Your haters. It's like a fan club, but we hate you. Your chancers. And sure your occasional giant toad. For some reason. But it's more than that. It's about the choices you make. I'm a hero. I should do what I want. You thought you could save her. You know. Auch das ist wieder ein Spiel, das man wahrscheinlich auf Englisch spielen muss. Weil es eben wieder so einen geilen englischen Akzent hat. It's your life and death stuff. That's what defines you, isn't it? Really stays with you. I knew this one hero. I took her in when she had nowhere else to go. Welcome to the most exclusive club in all of Albion. Thought I'd get her out there, make the most of her gift. But you know what it's like when you're young and you have a point to prove. I tell you, this kid, she had it all. The skill, the talent, the power. She was something else, all right. She was terrifying. So, yeah, I knew this girl once who made all the wrong choices. Humphrey. She's back. Fable. I'm going to fix it, this place. And no one is going to stand in my way. Coming 2025. Zu Steam, okay, nice. Ja. Hat mich schon ein bisschen so an Skyrim oder The Witcher erinnert. Und eben auch das sind Spiele, die ich ziemlich cool finde. Wahrscheinlich ist schon auf meiner Steam Wishlist. Mal schauen. Es sah unglaublich schön aus. Und auch düster. Und gut. Gefällt mir, finde ich gut. Werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Von daher, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.